Frau Hoffmann hat mich hingekriegt und weiß noch nicht von wem. Der Nachbar hat einen Schäferhund, vielleicht ist es von dem. Gerade eben hat Luigi sein Haustier dummes Ohrenschaf genannt. Und verlauster Floccati hat er noch hinterhergerufen. Und in dem Film sieht das jetzt wieder so aus, als wäre das Schaf einfach mal eben durchgedreht. Sie, ich finde das nicht in Ordnung. Der Preis für den vierten Platz beim Hildegard-Knef-Ähnlichkeitswettbewerb war ein Besuch im örtlichen Affengehege. Die beiden verstehen sich wie Katze und Hund. Sie ahnt, dass das kein schönes Lied ist. Sie steigert wohlweislich das Tempo. Der Meckerhügel ist nicht echt. Der Kameramann wohl. So hat sich mein Goldhamster auch angehört, kurz bevor er in der Mikrowelle explodiert ist. Where are you? Lucky. Lucky. Come on, Kevin. Wenn die Kinder anfangen, sich mit den kleinen Miezen zu langweilen, kleben wir einfach das Loch zu. Ein Film, in dem ein Koala-Bär und ein Popo vorkommen. Schnell, rufen Sie Ihre Kinder! Ungeschickte Katzen wirken besonders gut bei Kerzenlicht. An ungeraden Tagen. Das sprichwörtliche Eichhörnchen in der Unterhose. Gefilmt, dass ich das noch erleben darf. Bei guter Pflege wird daraus mal ein richtiger Löwe, Kinder. Und kaum hat sich das Eichhörnchen aus der Unterhose befreit, will es in die Kittelschürze. Das ist der große Hundini. Kleine Anne-Kathrin kann warten. Sie weiß. Noch wissen diese fröhlichen Jungfilmer nicht, dass ihre Katze gerade gestorben ist. Schaut mal, mein Gott, ich hab doch nur Spaß gemacht. Keine Panik, diese Katze lebt auch noch.